Herzlich willkommen zum Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbricht zur 17. Etappe. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Mit diesen antiken Gelehrten, die vor allem für ihre besonderen Geschenke bekannt sind. Geschenke, die auch ein gewisses herrschaftliches Symbol in sich tragen. Bekannt sind sie, da sie diese Geschenke zur Krippe nach Bethlehem gebracht haben sollen. Und zwar Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nicht schlecht und vor allem durch und durch Symbol geladen. Zum Beispiel der Weihrauch. Das war nicht nur ein sehr teures Harz, ein begehrter Aromastoff oder wie heute vielleicht ein Duft zum Wohlfühlen, sondern ein Räucherwerk, das damals Gott vorbehalten war. Das heißt, wer mit Weihrauch zu tun hatte, der war ein Priester. Der war ein Priester und damit Gott ganz nah, näher als sonst die anderen Menschen. Die Gabe der Weisen aus dem Morgenland signalisiert also, Jesus ist ein neuer Hohepriester, eine, der eine neue geistliche Dimension in die Welt hineinträgt. Der Weihrauch, der auch gern als der Duft der Erkenntnis Gottes bezeichnet wird, so zum Beispiel im 2. Korintherbrief 2, Vers 14, ist also ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Aber nicht nur das. Paulus bezeichnet sogar die Gemeinde als Christi Wohlgeruch. Der nächste Vers, 2. Korinther 2, Vers 15. Sie ist also die Gemeinschaft, in der Gott gegenwärtig ist. Kein Wunder, dass die katholische Kirche den Weihrauch in ihren Messen kultiviert hat und auch die orthodoxe Kirche. Jede und jeder wird daran erinnert, dass Gott jetzt und hier gegenwärtig ist. Dass Weihrauch auch noch psychoaktive Substanzen enthält, ja, das können wir mit einem Lächeln ergänzen, aber so stark wirkt es ja meistens auch nicht. Aber doch, Weihrauch hat wohl die Eigenschaft, krampflösend oder auch antidepressiv zu wirken. Und das übertragen auf die Gegenwart Gottes bedeutet nichts anderes, dass Gott wohltuend bei uns ist, um uns das Schwere, das Depressive von unseren Schultern zu nehmen durch seine Gegenwart. Und in vielen Gottesdiensten das eben auch tut und heute noch wirkt. Die Weisen machen also durch diese Gabe des Weihrauchs an der Krippe deutlich, wir glauben, Gott ist hier. Und ich merke, dass diese Zusage, je mehr wir uns darin vertiefen, zur ermutigenden Gewissheit werden kann in unserer Seele. Also könnte man sich vielleicht Folgendes einfallen lassen. Einen Lippenstift besorgen auf meinen Badezimmerspiegel schreiben, Gott ist hier. Das wäre doch schon mal eine ganz einfache Maßnahme, um jeden Morgen daran erinnert zu werden, dass Jesus der Immanuel ist. Gott ist hier. Und wie wäre es, wenn man morgens ins Bad kommen würde und da stände, Gott ist hier? Wie wäre es, wenn es nicht nur da steht, sondern die Wahrheit ist? Ja, ich kann mir vorstellen, unser Tagesbeginn ändert sich, wenn wir uns das bewusst machen, dass Gott uns begleitet, Gott da ist. Und das wiederum, ja, ist doch der Kern der Weihnachtsbotschaft. Gott ist hier, bei mir, bei uns, nicht irgendwo im siebten Himmel, nicht irgendwo im Universum, sondern zu uns Menschen gekommen, bei uns Menschen und ist bei uns durch seinen Heiligen Geist. So, weiß ich nicht, ob wem Weihrauch mehr hilft als der Badezimmerspiegel, um sich das zu vergegenwärtigen. Vielleicht genügt es ja auch, sich täglich daran zu erinnern, aber die eine oder andere Erinnerungskrücke kann vielleicht auch nicht schaden.
Und so wünsche ich uns allen einen fröhlichen Adventstag in der Gewissheit, Gott ist hier.